Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. So, ich will jetzt einen Drachensnapper hier anlocken. Ja, den da. So, und wir wollen uns jetzt schon mal in Richtung des ersten Drachen annähern. So, komm. Und schauen, dass wir vielleicht... vielleicht schon Silvio und so antreffen. Jetzt müssen wir auch ein bisschen fressen. So, fängt schon mal gut an, dass wir jetzt nur noch erstmal am Fressen sind. So. Richtig viel müssen wir jetzt erstmal. Obwohl, warte mal, komm. Gerade Anfang der Folge können wir ein paar Heiltränke zu uns nehmen. So, letzter. Und speichern. Dann holen wir uns den nächsten Snapper. So, wie sieht es mit dem aus? Ja, jetzt hat er uns im Visier. Komm, komm her, na komm. Komm zu Papa. So, speichern und den nächsten. Ich finde es krass, dass man den Turm von hier aus sehen kann. Zumindest isoliert er davon. So, dann haben wir den auch schon erledigt. So, speichern. Und gucken wir mal. Gehen wir... Ja, komm, wir gehen erstmal den Weg hier runter. Nee, da sind noch ein paar Snapper, normale Snapperchen. Das sind auch nochmal Punkte. Wie viel brauchen wir für die nächste Stufe? 430.000. Also 17.000 müssen wir noch schaffen an Punkte. Gibt es da hinten noch welche? Kennen wir die beiden? Jetzt bist du dran. Wer waren das denn jetzt? Komm, hol mal die Waffe lieber raus. Machen wir einmal den. Hallo, falsche Waffe. Okay, der ist schon mal hinüber. So, nehmen wir alles mit, was die haben. So, da schon der nächste. Jetzt hänge ich hier fest, verdammt. Und wer ist das jetzt? So, was hat er da? Schwerer Ast. Ist da noch jemand? Robert Zweihänder? Nein, nicht springen, du Idiot!
Nimm noch mal den. Speicher einmal. Welche Leute sind denn dort? Nee, jetzt ernsthaft. Wer sind denn die? Der lebt ja immer noch. Na, jetzt ernsthaft, wer sind das? So, ich lock die alle lieber. Bleib stehen, du Lump! So, komm du. Kann ich den noch weglocken von? So. Was ist jetzt mit denen da hinten? So, ich nehme jetzt mal die normalen Heiltränke. Jetzt nicht mehr den fürs Maximallevel Leben. Speicher jetzt auch noch einmal. Aber wer sind die jetzt? Die gehören jetzt nicht zu Silvio, oder? Jetzt hör auf den dazu. Oh, jetzt hör auf. So. Dass der einfach nur auf den einen zielen will und nicht auf den anderen. Wenigstens haben die Äpfel. Ja, aber wer waren die jetzt? So, grober Zweihänder. Den hat ihn noch nicht gelootet. Herumtreiber. Na, wer waren die jetzt wirklich? Also, lag da noch eine Waffe? Bei ihm? Ne. So, okay. Jetzt müssen wir definitiv... Kommen die Äpfel. Plus ein Stärke. Perfekt. Dann haben wir jetzt schon mal Stärke 40. Ne, 140. Ich glaube, das ganze Fleisch ist gleich leer. Noch ehe wir das Leben voll haben, haben wir kein Fleisch mehr, glaube ich. Wo bei 12 Lebensenergie-Bonus? Könnte sein, dass es vielleicht doch ein bisschen besser sein wird. Denn bei 10 Stück haben wir schon mal 120 Leben. Ja, okay, kriegen wir hin. Ja, okay. Passt. Da ist nichts zu holen. So, das Ding. Na, wer waren die jetzt eigentlich? Bevor wir dahin weitergehen, nochmal speichern. Kommen wir hier heile runter? Wir haben ja gespeichert. Ja, okay.
Ulko! Hey, du! Was ist los? Was ist los? Verdammt kalt hier, Mann. Ich verstehe nicht, wieso Silvio ausgerechnet hierher wollte. Es gibt doch genug andere Gegenden hier, wo es was zu holen gibt. Jetzt brat mir doch einen Storch. Auch auf der Suche nach Profit, was? Ich wusste es doch. Doch, ne Söldnerseele. Hör zu, wenn du meinst, dass du hier absahnen kannst, dann bist du schief gewickelt. Ich war zuerst hier. Schon klar. Wer gibt schon gerne seine Beute her? Du sagst es. Verschwinde. Und wenn ich nicht gehe? Und wenn ich nicht gehe? Jetzt spiel ja nicht den starken Mann, du Würstchen, sonst geht es dir wie den armen Schweinen, die da hinten tot im Schnee liegen. Das waren deine Leute? Das waren deine Leute? Jetzt nicht mehr. Ist kein großer Verlust. Die Idioten haben sowieso nichts getaugt. Was ist mit ihnen passiert? Was ist mit ihnen passiert? Sie haben es nicht geschafft, an den dicken Eisriesen da hinten vorbeizukommen und sind von ihnen überrannt worden. Wenn du so ein harter Bursche bist, warum versuchst du es nicht mal? Warum räumst du sie nicht selbst weg? Was springt für mich dabei raus? Was springt für mich dabei raus? Weiß nicht. Sagen wir 1000 Goldmünzen. Ist das nichts? Was hast du davon, wenn ich es tun würde? Was hast du davon, wenn ich es tun würde? Es kann dir doch egal sein. Aber um deine Frage zu beantworten, ich will in die Eisregion. Dummerweise stehen mir diese verdammten Dinger im Weg. Ja, warum räumst du sie nicht selber weg? Warum räumst du sie nicht selbst weg? Komm, komm, jetzt blass dich mal nicht so auf. Wenn du mich fragst, hast du die Hosen gestrichen, voll. Sagt der Richtige. So, was willst du in der Eisregion? Was willst du in der Eisregion? Du hörst nicht auf zu fragen, was? Na gut, ich werde es dir verraten. Hier, hinter diesen Felsen findest du ein Ödland aus Eis, wie du es noch nicht gesehen hast. Dort verbirgt sich ein Schmuckstück von einem Eisdrachen mit seinem fetten Hort. Den will ich. Also, was ist jetzt? Ja oder nein? Ja, na gut, warum nicht? Na gut, warum nicht? Dann beeil dich. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Doch, das hast du. So, wo sind die Leute? Die umgenietet wurden, da. Von was wurden die umgenietet? Von was wurden die umgenietet? Hier ist doch nichts. Nee, jetzt ernsthaft. Hier ist doch nichts. 2 Eisklosse für Silvio. Silvio macht sich bange vor den beiden Eisgolems, die vor dem Eingang in die Eisregion im Minental stehen. Ja, wo? Die habe ich doch schon längst umgenietet. Hier ist doch nichts mehr. Keine Echsenmenschen, keine Eisgolems, keine Eiswölfe. Keine Orks? Okay, mal gucken, wie es da hinten aussieht. Vielleicht ist hier noch was. Ansonsten ist hier nur der Eisdrache. Ne, ich glaube, hier gibt's gar nichts mehr. Abgesehen vom Drachen. Wie sieht's bei den anderen Drachen aus? Ich bin aber auch ein bisschen enttäuscht, dass hier nichts mehr gibt. Ich brauche Punkte. Da oben auch nichts. Da ist schon mal der glänzende Hort. Und das soll das Schwerste von den allen sein. Würde ich den auch wirklich zuletzt machen wollen? Aber wo ist dann der vierte Drache? Wir haben 3 gefunden. Und wo soll der vierte sein?
Wüsste ich nur allzu gern. Na, aber hier ist nichts mehr. Alle Echsenmenschen tot, alle Eisgolems tot, alle Irrlichter tot, alles. Und halt die paar Drachentöter, die von nichts getötet wurden. Ich glaube, ich habe ein bisschen die Lore von dem Spiel kaputt gemacht. Also zumindest, wie es sein sollte. Läuft hier vielleicht noch irgendwo was rum? Die sind auch wieder weg. Nachdem die Glut... Nein, doch nicht, da liegt noch... noch ein Troll. Und wer ist das? Den Troll gönnen wir uns. So, der hat mich zwar einmal umgeschmissen, aber der ist tot. Sonst gibt es hier auch nichts mehr. Ne, hier gibt es nichts mehr. Wenn ich jetzt Silvio sage, der ist tot. Also, dass die hier alle tot sind. Was passiert dann? Geht er da rein und dann finde ich später seine Leiche dort? Ich hoffe doch. Obwohl, die Punkte für ihn hätte ich gerne lieber selber. So, der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Deine Eisriesen sind nicht mehr. Gute Arbeit. Dann lass doch mal sehen, was wir da haben. Moment. Was ist mit dem Geld? Alles zu seiner Zeit. So, ich will jetzt sehen, wie der drauf geht. So, Bulke läuft entspannt dahin. Ich finde es schade, dass ich aber seine Rüstung nicht klauen kann. Ich mag es, wie Bulko da entspannt ist. Auf wen wartet er? Auf Bulko, hm? Warte mal. Sonst alles klar? Sonst alles klar? Jetzt nicht, mir ist kalt. Will doch schnell wie möglich hier wieder raus. Hey, du. Was jetzt? Was jetzt? Tja, sieht übel aus, würde ich sagen. Am besten, du gehst vor und ich folge dir einfach. Erst will ich mein Geld sehen. Ich mache die Drecksarbeit. Hast du Angst? Hast du Angst? Quatsch hier keinen Blödsinn. Jetzt lauf. Ich mache nicht die Drecksarbeit für dich, komm. Ich mache nicht die Drecksarbeit für dich. Feigling. Ja, ich lass die dann da warten. Wir haben hier noch genug andere Drachen. So, beim Sumpf will ich auch noch mal kurz gucken. Ist ja auch nicht weit von hier. Ansonsten bin ich am Überlegen, eventuell mein altes Schwert hier zurückzuholen von Dings hier, von Brian. Und erstmal damit gegen die Drachen anzutreten. So, hier haben wir ja die Truppe erledigt. Die gibt's nicht mehr. So, mal gucken, ob es hier noch irgendwo anders wen gibt's. Aber ich frage mich schon wirklich, wer die Truppe hier jetzt waren. So, in der Höhle sind da auch wieder neue Viecher. Schwere Äste auf jeden Fall. Die hier einfach so rumliegen. Okay, ich habe hier definitiv was vergessen gehabt.
Jetzt ist nur die Frage, habe ich sonst noch irgendwo was vergessen? Wir haben auch 14 Lernpunkte. Warte mal. Stärke bei 138 sind wir. Oh. Nicht bei 140. Sumpfkraut. Ah, wir sind wieder hier. Ach komm, wir können hier eben einmal ganz kurz Leben auftanken. So, bis zum nächsten Tag schlafen. So, werden eigentlich Cypher und die anderen eigentlich sauer sein, wenn ich mir die Drachen alleine vorknöpfe? Also ich weiß jetzt nicht, ob hier irgendwelche Viecher sich neu gebildet haben. Ob nun diese Sumpfdrohnen oder so. Butlerfleisch. Hier liegt auch wieder ein Toter. Toter Drachenjäger. Bleib mal hier am Rand. Hier kann ich ein bisschen schneller laufen. Ne, bisher ist hier auch noch nichts Neues. Ja gut, dann macht es am meisten Sinn, wenn wir uns wirklich unser altes Schwert zurückholen. Erst einmal. Wir könnten noch auf 140 quasi aufstocken bei Torloff. So, was haben wir noch für Quests? Die Drachenjäger. Okay, an der Felsenfestung ist auch ein Drache. Nur ich habe den nicht gefunden. Ja, wir, ich würde mich jetzt einmal zum Pass wieder hochzaubern wollen. So, Pass im Minental. Dann hole ich mein altes Schwert zurück. So, danach, Großbauern. Und danach direkt Hafenstadt. Da soll auch erstmal trainieren. Die zwei Stärkepunkte nochmal gönnen. Und von Brian dann das Schwert wieder zurück. So. Hafenstadt. Das wäre die nächste. Ich bin ganz deiner Meinung. Der kann mir nichts mehr beibringen, Kord. Ich bin ganz deiner Meinung. So, aber der kann mir noch mal zweimal. Ich will helfen. Meine Fähigkeiten verbessern. Stärke noch mal eins. Und noch mal eins. Gut, jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Hoffentlich. Ich werde mich da nicht einmischen. So, dann haben wir jetzt Stärke 140. Habe ich eine Waffe für 140? Vielleicht sogar, bevor ich da rüber gehe. Ja, der! Das will doch keiner wissen. Aber ne, warte mal. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ne, ich muss wirklich, Hat sich das jemals ändert?
Ich muss wirklich erstmal meine Dingswaffe hier zurückholen. Ach, von Brian. Das ist ja schrecklich. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Brian? Was kann ich von dir bekommen? Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. So, welche war denn das jetzt? Die Folteraxt? Nee, Meisterdegen war es auch nicht. Welche war denn das jetzt? Oder bei wem habe ich das aus Versehen verkauft? Runenmacht? War es das hier? Warte, dann würde ich jetzt auch erst einmal das Auge Innos anziehen, den aus. Und zum passenden Corinis. So, erstmal beide wieder weg. Und dann machen wir uns mal auf die Drachenjagd mit dem ersten Drachen. Ich würde mit dem Sumpfdrachen wirklich anfangen wollen, weil das das Nächste ist. Und nachdem wir den haben, müssen wir dann zusehen, wie wir das Auge Innos wieder auffüllen. Wir haben auch nicht mehr so viele Quests, ne? Boss Bogen und die Blutkelch halt, Snapperkrallen, wem muss ich die Snapperkrallen bringen? Hier, Lutero sucht nach Krallen. Ja, Lutero will mit mir, glaube ich, nichts mehr zu tun haben, ne? Da war ja was. Weil ich ein ehemaliger Gefangener der Kolonie bin. So, dann auf geht's. Töten wir unseren ersten Drachen. Überziehen wir die Folge noch mal ein bisschen. So, ich würde aber dann auch den Geschwindigkeitstrank einmal nehmen wollen. Dann wie schnell dahin kommen. Den brauchen wir nicht, den Typen. Keine Ahnung, wo die Drachentöter sind, die hier vorher waren. Das heißt dann jetzt. Ja, das, dann heißt das jetzt eigentlich wirklich auf geht's zum Drachen, zum ersten, im Sumpf. Ich will aber jetzt nicht Cypher und Rot verlieren, sage ich jetzt mal. Deswegen lasse ich die mal außen vor und gehe da direkt hin. Thank you.
So, der müsste jetzt da vorne sein. Ich speichere jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie das ausgehen wird mit dem. Ob wir den jetzt leicht oder schwer besiegen können. Wehe dir, wenn du noch einen Schritt näher kommst. Ah, das Auge Enos scheint zu funktionieren. Es kamen schon viele deiner Art. Ich habe sie alle hinweggefegt. Spar dir die Mühe. Du machst mir keine Angst mit deinen Sprüchen, du stinkende Ausgeburt der Hölle. Sag mir, was ich wissen will, oder ich werde dich in deinem Blut ertrinken lassen. Du kleiner Wurm, wagst es mir zu drohen? Nenn mir nur einen Grund, warum ich dich nicht gleich in tausend Stücke zerfetze. Ich bin ein Gesandter Enos und trage das geweihte Auge bei mir. Du hast keine Wahl. Du wirst dich meinem Willen beugen oder ich werde dich vernichten. Sag, was du von mir willst. Wer bist du erstmal? Wer bist du? Mein Name ist Pandrodur. Und du wärest gut beraten, wenn du wieder unter den Stein kriechst, unter dem du hervorgekrochen bist. Wo finde ich den Rest von euch widerlichen Kreaturen? Warum bist du hier erschienen? Diener des Bösen, warum bist du hier erschienen? Bist du nur gekommen, um Angst und Schrecken zu verbreiten? Der höhere Sinn unserer Zusammenkunft in dieser Welt, kleiner Mensch, wird dir verborgen bleiben. Okay. Was muss ich, wie bekomme ich, die anderen Drachen zum Reden? Wie bringe ich die anderen Drachen zum Reden? Allein mein Herz könnte dir helfen, die Macht des Auges zu erneuern. Aber es wird dir nicht gelingen, mir das Herz zu entreißen. Was muss ich tun, um euch wieder zu verbannen? Was in Enos Namen muss ich tun, um euch wieder aus der Welt der Menschen zu verbannen? Bevor du handeln kannst, musst du erst den Sinn unserer Zusammenkunft verstehen. Doch wird dir niemand aus freien Stücken davon berichten. Allein das Auge könnte unsere Zungen lösen und dir unsere wahren Ziele offenbaren. Allerdings wird dir das nichts nützen, wenn du tot bist. Man hat uns schon davon unterrichtet, dass du den Weg des Drachenjägers gewählt hast. Also haben wir unsere Nachkommenschaft in eure Welt entsandt, um den Bestand unserer Ahnenreihe zu sichern. Du hast schon verloren, kleiner Mensch. Wo finde ich den Rest von euch widerlichen Kreaturen? Wo finde ich den Rest von euch widerlichen Kreaturen? Die Elemente, aus denen alles gemacht ist, halten diese Welt zusammen. Jedes Einzelne steht für die Fähigkeit, einen Teil der Welt zu kontrollieren. Suche nach den Elementen und du wirst die anderen finden. Also Erde, Feuer, Wasser, Luft. Er ist Erde. Die Macht des Auges ist verbraucht. Dein Leben endet hier, Mensch. Alter. Jetzt bleib... Hallo. Weh, du letzter... Nein, hör auf aufzuladen, du. Alter. Wie schwer kann das sein, einen Drachen zu besiegen? Der ganze... Warum lädt er auch nach? Warum füllt sein Leben wieder auf? Ich habe jetzt schon keinen Bock gegen den. So, nochmal laden. Und der Dialog nochmal von neu. Den kann ich nicht. Den kann ich nicht. Verdammt, 5 Stärkepunkte zu wenig einfach. So.
Wie packen? Die Macht. Ja, der bleibt da hängen. Der bleibt da hängen. Komm. Das ist doch nicht sein Ernst. Was, wenn ich jetzt die Cypher und dazu hole? Jetzt will ich es wissen. Können die mir wirklich helfen? Oder gehen die drauf? Vielleicht brauche ich wirklich dessen Hilfe. Ich weiß es nicht. Der ist auch schon verdammt schwer. So, Cypher. Jetzt wäre ein guter Moment, um aufzubrechen. Jetzt wäre ein guter Moment, um aufzubrechen. Packen wir's. So, wenn Rod drauf geht, habe ich kein Problem. Aber Cypher, das wird mir ein bisschen im Herzen wehtun. Hier hinter der nächsten Biegung beginnt der Sumpf. Ich schlage vor, wir gehen hier weiter gerade durch. Du kannst aber auch den Gang da drüben checken, damit uns keins von den Viechern in den Rücken fällt. Was ist dir lieber? Verlieren wir keine Zeit. Ende. Mal gucken, wie das jetzt ausgeht. Ich hoffe, wenn die beiden mir helfen. Vielleicht muss ich auch Biff dazu holen. Da sind sie. Ich kann das Vieh schon hören. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Geh vor und sieh nach, ob wir angreifen können. Ja. Also die warten jetzt auf mich, oder wie? Ich würde das hier dann vielleicht auf die 2 speichern. Ich hoffe, die helfen mir jetzt wirklich gegen den Drachen, dass er dann einfacher ist. So, erstmal den ganzen Dialog nochmal. Die Macht. So, ich brauche Hilfe, Cypher. Ja. Ja! Drachenblut 2-mal. Drachenschuppen 12. Und... Verdammt. Ist er tot? Ja. Beruhige dich wieder. Es ist vorbei. Warum sind hier die Dialoge jetzt so lange? Junge, war das ein Brocken. Okay, das war definitiv einfacher. So. Das nehmen wir noch mit. Gibt es dann noch mehr eigentlich zu looten, was ich vergessen haben könnte? Irgendwo? Hier hinter oder so? Vielleicht ein Drachenei? Nö, okay. Den ersten Drachen haben wir gekillt. So, was fehlt uns noch?
Was hier? So, Dracheneier? Einer Drachenfaser hatte irgendwas von Nachkommenschaften und Bestand seiner Ahnenreihe. Viele, sie haben ihre Blut über die ganze zivilisierte Welt verteilt. Die Drachenjäger? Drachenjagd. Ich bekam von Oryk den Hinweis, dass sich westlich der Burg ein ziemlich großes Sumpfgebiet gebildet hat in den letzten... So, okay, was brauche ich jetzt eigentlich, Warte, 20 Drachenschuppen wollte der eine haben. Drachenschuppen. Damit ich eine bessere Rüstung bekomme, Drachenjägerrüstung. Wir haben 12. Oder? So, wenn ich jetzt den wieder ausziehe, das Auge Innos, also okay. Kann ich jetzt wieder den hier nutzen? So, Rod? Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Diese Stiefel bringen mich nach oben. Die neue Rüstung ist zwar klasse, aber wieso müssen die Riemen an den Stiefeln bloß... Mache ich sie lockerer, fallen sie... Ja, okay. Wo hast du die Stiefel her? Wo hast du die Stiefel her? Bennett, der alte Haudegen, hat sie uns Drachenjägern angefertigt und hat sich den Mist auch noch großzügig bezahlen lassen. Wenn ich ihn in die Finger kriege, dann stopfe ich ihm die Dinger in den Rachen und hol mir erstmal mein Geld wieder zurück. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Ach, diese Stiefel, diese verdammt... Und was machst du jetzt? Du kannst Fragen stellen. Ich kaufe mir erstmal neue Stiefel, Mann. Okay, Cypher. Wo ist er hin? Warte mal. Was ist denn jetzt los mit den Dialogen? Der Sumpfdrache ist tot. Der Sumpfdrache ist tot. Was passiert jetzt mit dir? Keine Ahnung. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Immerhin könntest du jetzt als Held nach Korinis zurückkehren. Ich vermute, daraus lässt sich Kapital schlagen. Denk mal darüber nach. Okay, Tagebucheintrag. Drachenjäger. Cypher meinte, nachdem der Sumpfdrache tot war, dass er nun als Held das große Geld machen würde. Naja, wir werden sehen. Und Drachenjagd? Steht noch nichts Neues. Dann legen wir uns noch einmal pennen. Und teleportieren. Ne, wir teleportieren uns direkt zur Burg. Und sehen zu, dass wir da. Burg. Hier am Alchemietisch direkt. Zu weit entfernt. Das Auge Innos wiederherstellen können. So. Zurück. Das Auge Innos wieder aufladen. Voller Energie, wir können den nächsten Drachen erledigen. So, dann könnten wir eigentlich bei Silvio den einen Drachen machen, oder? Mit Silvio und Dings hier zum nächsten Morgen. Ich weiß jetzt nicht. Bei Silvio und Dings hatte ich jetzt nicht das Problem, wenn die jetzt drauf gehen würden. Das kann ja nicht ewig so sein. So. Kann der mir jetzt eine bessere Rüstung fertigen? Wegen der Drachen? Ich habe einen Drachen getötet. Ja und? Du bist ja schließlich ein Drachenjäger, oder? Du etwa nicht? Ich sagte dir ja bereits, ich stelle lieber Waffen her, als selbst loszuziehen, um die Drachen zu töten. Ich habe die Drachenschuppen für dich. Ich habe die Drachenschuppen für dich. Ich brauche 20 Drachenschuppen, sonst kann ich dir keine Rüstung bauen. Ja, verdammt. Bring mir Schmieden bei. Bring mir Schmieden bei. Was genau willst du schmieden? Nee, das ist nicht das, was ich will.
So, wir haben 4 Lernpunkte. Okay, die Drachenschuppen, die ich habe, reichen nicht. Aber dann würde ich sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter und sehen zu, dass wir die restlichen Drachen auch noch erledigt kriegen. So, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxideus und ciao.